bisschen krass, ey. Wir sitzen hier gerade im Auto und es ist so ein krasser Sturm. Guck mal, wie das wackelt. Na, wie die da hinten sehen. Oh, der arme Chris hat Brote gemacht zum Frühstück. Das ist krass, ne? Oh, das ist ja schlimm, ey. Du fliegst hier voll weg, ey. Das ist ja wie ein Orkan, ey. Das ist ja krass. Guck mal. Brote, Frühstück. Nein, ich will auch was. So, ihr Lieben, jetzt geht Andalusien-Rundfahrt Teil 2 weiter. Wir sind auf dem Weg nach El Rocío. Das liegt im Nationalpark Doñana und das ist unsere nächste Etappe. Los geht's! Aber wir frühstücken erstmal. Hasenbrote! Jo, es ist so stürmisch, dass hier sogar jetzt schon ein Baum auf der Straße umgeknickt ist. Das ist eine ganz, ganz besondere Stadt im Nationalpark El Doñana und zwar aus zweierlei Hinsicht. Genau, erstens, also hier gibt es keine Teerstraßen, hier gibt es nur Sandstraßen. Und das ist natürlich im Moment gerade sehr schlecht für uns, weil es sehr, sehr stürmisch ist und jetzt knirschen die Zähne, man kriegt den Sand überall auch in die Augen. Das ist gerade nicht so schön. Nee, also es ist so kalt auch durch den Wind. Ja, und das Zweite, warum El Rocío so bekannt ist und besonders ist, es ist eine Pilgerstadt. Zu Pfingsten pilgern gläubige Spanier aus dem ganzen Land hier nach El Rocío, um hier das Pfingstfest zu feiern. Und wir stehen hier auch gerade vor der großen Kirche von El Rocío. Hier, ja, hier startet dann die Prozession und dann geht so eine... Wir fliegen gleich weg! Und dann startet hier so eine Prozession, die durch die ganze Stadt geht. Dann tragen sie ihre heiligen Figuren durch die Stadt und so weiter und so fort. Aber natürlich in den letzten Jahren ist das Ganze auch schon so ein bisschen zu so einer Party geworden. Also man macht natürlich auch richtig viel Party. Es kommen nicht nur Gläubige, sondern auch einfach... Ja, Partygänger. Junge Leute, die dann einfach hier Party machen zu Pfingsten, so wie bei uns so ein bisschen Vatertag, ne? Himmelfahrt, wo man dann einfach mit dem Bollerwagen losgeht und säuft und trinkt und Party macht. So ist das so ein bisschen hier zu Pfingsten. Und ja, deswegen ist El Rocío richtig bekannt. Jetzt ist natürlich hier überhaupt nichts los. Wir sind hier auch wieder fast alleine. Ja, aber ja, ja, wir zeigen euch mal, wie es hier so aussieht und welche Eindrücke wir jetzt hier so sammeln können, trotz des Windes. Genau, bevor wir hier wegfliegen. Die Schutzheilige bzw. die Jungfrau hier von Rocío, die wird hier in jeglicher Form sozusagen verehrt. Hier auf den ganzen Schmucksachen ist sie drauf, auf Schlüsselanhängern, hier noch unnöcher, das ist die Jungfrau von Rocío. Hier oben die ganzen heiligen Figuren in allen möglichen Formen,
Poster. Was ich gemacht habe, aber nicht für mich, sondern für meinen Bruder, so eine 5-Cent-Münze zu prägen mit Virgen de Rocío. Für euch, Bubis! Mal für 100 Euro eine hässliche Flamenco-Kleider kaufen. Richtig hässlich. Werden die aus Stoff vom Schlafanzug genäht irgendwie. Richtig furchtbar. Ach du Scheiße, guckt euch mal das Grüne an. Eklig. Jo, das Wetter spielt verrückt. Es ist stürmisch, es ist bewölkt, es scheint die Sonne und es regnet, eigentlich gleichzeitig. Ja, schönes Aprilwetter. April im Februar hier. Aber El Rocío ist ganz cool, also es ist wirklich wie so eine Westernstadt. Ja. Ja, man kommt sich hier vor wie im Wild Wild West. Nur mit Autos. Nur mit Autos. Und ich gucke, da ist auch eine Pferdekutsche. Original. Kleiner um Esel drauf. Kleiner armer Donkey. Ja, und ansonsten sieht's cool aus auf jeden Fall. So, wir waren jetzt hier nicht wirklich lange in El Rocío, weil es wirklich so stürmisch ist. Wir frieren schon richtig, kriegen Kopfschmerzen von diesem Wind. Und ja, den Sand hat man jetzt leider auch schon überall. Ja, das ist richtig krass. Also, dass das heute so stürmisch ist, hätten wir nicht gedacht. Hinter uns sieht man ja, ist sogar eine ganze Palme entwurzelt. Wir haben sonst immer schon bei starkem Wind Schiss, da drunter lang zu gehen, weil manchmal fallen ja diese großen Blätter runter oder so. Aber dass jetzt hier so eine ganze fette Palme einfach mal einen Abgang macht, das haben wir noch nicht so gesehen. Also, es ist echt heftig. Jo, hier ist noch eine Palme umgeknickt, auch so ein Riesending. Richtig krass. Camping Doñana. Angekommen am Campingplatz Camping Doñana, so richtig mega Campingplatz, also so richtig Campinganlage, so riesengroß. Richtig professionell alles, auch der Stellplatz hier, wo wir stehen, ist super. Schön gerade und schön groß und man hat eine eigene Mülltonne. Ja. Richtig, also nicht zu vergleichen mit dem Stellplatz in Sevilla zum Beispiel. Ne? Nee, das hier ist eine richtige Luxusanlage, also mit direktem Zugang zum Meer. Und hier vorne gibt es so einen richtigen Wasserpark. Also zeig ich mal. Krass, also so ein richtiger Urlaubscampingplatz eigentlich. Leider hat das jetzt gerade alles geschlossen, weil ja Winter ist. Ja gut, uns ist jetzt auch nicht so nach Baden zumute. Es ist ja, wie man an den Winterjacken sieht, auch jetzt hier recht frisch. Ne? Ja, aber auf jeden Fall ein super Campingplatz und wir zahlen jetzt mit Strom hier 16 Euro pro Nacht. Das ist auch okay. Und wir planen jetzt hier 2 Nächte zu bleiben. Ja, werden es uns jetzt gemütlich machen und morgen wollen wir dann mal den Naturpark hier, Doñana, ein bisschen erkunden, ein bisschen wandern gehen. Ja, ist richtig gut. Hier gibt es auch richtig viel Waschmaschinen und auch einen Trockner. Das werden wir direkt nutzen. Wir haben nämlich schon richtig viel Wäsche wieder angesammelt, die ganze Tüte hier voll. Das wollen wir gleich mal waschen. Chris holt da gerade die Waschmarken von der Rezeption und ich werde die Gelegenheit mal nutzen zu duschen. Mir ist nämlich richtig kalt und von dem ganzen Sand, den wir heute durch diesen Sturm abbekommen haben, der ist überall in den Haaren und in den Ohren und überall. Ja, werde ich jetzt mal richtig schön heiß duschen gehen, hoffentlich. Und hier wird wirklich viel Liebe aufs Detail gesetzt und es sieht alles ganz toll aus. Es ist super in Schuss und technisch auch alles. Also ich bin hier richtig schwer beeindruckt von diesem Campingplatz Doñana hier. Das ist richtig geil. Davon können sich noch viele eine Scheibe abschneiden. Ja, so sieht das dann aus, wenn wir mal Wäsche waschen und der Trockner nicht alles trocken kriegt. Dann müssen wir das natürlich hier im Camper irgendwie trocken kriegen über Nacht. Und da haben wir ein bisschen was hängen, aber der größte Teil, den mussten wir hier leider über Tisch, Bänke und Stühle verteilen. Und ja, da liegen jetzt die Socken und Unterbutzen und T-Shirts und alles
zum Trocknen. Gucken, ob das morgen früh dann, es ist alles nicht nass, aber so ein bisschen klamm eben noch. Und dann mal gucken, ob das morgen früh dann trocken ist. Ja, gut. Chaos. So, heute machen wir uns mal auf und wollen zu Fuß mal ein bisschen den Nationalpark Doñana erkunden. Ja, und wie ihr seht, wir sind richtig eingemummelt. Es ist arschkalt, also es ist auch hier jetzt richtig winterlich gerade. Ich habe 5 Lagen an, weil im Windschatten ist es eigentlich sehr warm, aber der Wind ist eiskalt. Ja, es ist gerade so richtig mieser Nordwind hier. So, wir zum Geld und jetzt sind wir im Naturpark. Boah, hier wächst so viel Rosmarin. Alle Büsche hier ist alles Rosmarin. Erstmal was mitnehmen. Zu Hause. Oh, das riecht richtig gut. Ein ganz frischer hier. Mm, voll geil. Machen wir uns Bratkartoffeln mit Rosmarin. Ja. Ach, geilo. Das ist Hammer. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Rosmarin gesehen. Das sind Felder, weit. Wahnsinn. Hier alles. Ach so. Noch eine kleine Info, wenn man Rosmarin einfach so in die Erde steckt, dann wächst es einfach. Kann man sich auch selber züchten. Wir wandern hier gerade durch den Naturpark Coto de Doñana. Und zwar muss man das hier nochmal unterscheiden. Es gibt einen Naturpark und es gibt einen Nationalpark. Den Nationalpark, den kann man leider nur mit Genehmigungen betreten und auch nur in Begleitung von einem Guide. Und diese Genehmigung braucht man ein paar Tage im Voraus und natürlich kostet das auch wieder Geld. Das wussten wir alles nicht. Und wir gehen jetzt hier wandern im Naturpark sozusagen, aber der ist auch wunderschön. Ganz tolle Sachen zu sehen und das ist einfach genial hier. Ja, und das ist ein ganz, ganz besonderes Schutzgebiet hier. Es wurde 1994 zum Glück auch zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt, dieses Schutzgebiet hier. Denn es ist auch eines der größten europäischen Vogelschutzgebiete hier. Hier überwintern und nisten halt die Hälfte aller europäischen Zugvögel. Oder machen hier einen Stopp, bevor sie dann nach Afrika rüber weiterfliegen. Und hier kann man natürlich ganz, ganz viele tolle Vogelsorten beobachten. Wir haben auf dem Weg hierher schon ganz viele Störche gesehen. Soll hier aber auch Flamingos geben. Und also noch ganz, ganz viele andere Vögel. Wir haben außer Störche jetzt noch nicht so viel gesehen. Und uns komische Vögel hier. Also es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Gebiet. Da wir jetzt nur einen Tag hier mal wieder unterwegs sind zu Fuß, können wir natürlich nicht allzu viel sehen. Aber der erste Eindruck ist einfach schon so genial hier. Ne? Ja, es ist super. Ne? Also das unterteilt sich hier wohl in 3 verschiedene Landschaften. Das eine ist halt hier am Meer direkt, wo wir jetzt gerade sind, und die Dünenlandschaft. Das sind hier alles Sanddünen, die sind bis zu 40 Meter hoch. Und das ist richtig geiler, feiner Sand. Das ist ganz toll, das sind so Wanderdünen. Danach kommt so ein Wald. Pinien und Korkeichen sind da und danach kommt eine Marschlandschaft, das heißt so ein bewässertes, so eine Moorlandschaft schon fast. Ne? Also überflutete, überflutete Felder und so. Genau. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Störche zum Beispiel, die haben wir, wie gesagt, ja, also
richtig, richtig tolle Landschaft. Total lohnenswert der Besuch. Wenn wir könnten, würden wir gerne noch ein paar Tage länger hier bleiben. Aber Córdoba ruft! Seine gesammelten Muscheln aus für ein schönes Foto. Auf! Sieht gut aus, Schätzchen. Wir sind ein Stockwerk tiefer hier irgendwie. Das ist nur Sand, die Kante hier. Muscheln. Oh, komplett abgebrochen, ne? Ist hart? Ne, komplett weich. Ist ja krass. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Ja, los mit Schwung, du! Elegant wie ein Sandsack. Letztes Mal Frühstück hier im Naturpark Doñana. Wir müssen gleich auschecken, sind auch schon wieder spät dran. Es ist schon 11:45, um 12 müssen wir auschecken. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Aber das wird schon in dem Jahr hier auch nicht mal nicht so genau. Und wir auch nicht. So, jetzt geht's wieder ans Packen. Das ist immer das bisschen Nervige, wenn man los will, dass man erstmal wieder alles gut verpacken muss. So, ja, dass es nicht durch die Gegend fliegt, wenn man losfährt. Und genauso, wenn man ankommt, dass man sich auch erstmal wieder aussortieren muss. Das kostet echt viel Zeit und die haben wir blöderweise irgendwie immer nicht so mit eingeplant, so in unseren Tagesablauf. Beziehungsweise wir haben ja immer geplant, dass wir einen Tag Strecke machen und zum nächsten Ort fahren. Uns den dann am nächsten Tag angucken und dann am nächsten Tag wieder weiterfahren. So. Und bis jetzt haben wir gemerkt, es ist schon sehr sportlich, das so zu machen, weil, wie gesagt, diesen Haushalt, den man so auch macht, ne, und auch das Einkaufen so drumherum, das haben wir nicht so gut mit eingeplant.
Ja, deswegen haben wir jetzt auch schon in Sevilla eine Nacht drangehängt, hier in Doñana eine Nacht drangehängt, weil es einfach sonst viel zu stressig ist. Ihr wisst ja, wir schneiden auch immer noch fleißig die Videos dann abends und so, und sonst kommt man einfach nicht hin mit der Zeit. Man will ja auch ein bisschen Zeit haben, sich die einzelnen Orte anzugucken. Jo, aber heute geht's tatsächlich weiter. Und ja, jetzt packen wir ganz, ganz schnell. Naturpark ist hier gleich fettes Industriegebiet, und da kann ich mir echt gut vorstellen, dass die natürlich auch immer weiter vorrücken wollen. Das haben wir nämlich gelesen. Gesagt war, das könnte eine Ölraffinerie sein, weil da oben Gas verbrannt wird. Voll krass. Direkt neben Natur- und Nationalpark eine fette Industrieölanlage zu bauen. Das ist schon mal heftig. Bevor es jetzt weiter nach Córdoba geht, gehen wir erstmal wieder einkaufen. Wir waren jetzt, glaube ich, 3 Tage nicht einkaufen. Unsere Vorräte sind jetzt fast leer und wir haben auch schon eine Liste mit den verschiedensten Sachen. Und da sind dabei aber auch Sachen, die wir sonst immer nicht so finden. Und wir sind hier in einem großen Shoppingcenter und hoffen, dass wir davon was kriegen. Das sind so zum Beispiel ein Schuhnetz, wo wir die Schuhe mal an die Tür machen können. Das wäre am praktischsten. Keilkissen für den Fahrer- und Beifahrersitz, dass man da mal bequemer sitzt, weil das geht ganz schön auf den Rücken auf Dauer. Thermobecher haben wir leider nicht mehr, bräuchten wir mal. Das wäre einfach super praktisch, auch für Wanderung und für die Fahrt. Ja, und dann halt noch so ein paar Sachen. Taschenlampe zum Beispiel, die sind auch geklaut. Ja, und Pümpel. Pümpel, weil unser Abfluss gerade verstopft ist, ne? Und ich brauche ganz dringend noch eine Regenjacke. Ich habe nämlich, die ist auch geklaut worden leider. Und ich habe nur noch so eine fette Winterjacke, die ist zu warm. Und nur mit Fließjacke ist manchmal zu kalt. Also, und, oder wenn es regnet, auch einfach scheiße. Und ja, hier ist so ein C&A. Will ich mal gucken, ob ich da eine günstige Regenjacke finde. Ja, und dann auch mal gucken, ob wir die anderen Sachen hier finden. Weil das sind halt leider alles so eine Sachen, die kriegst du nicht in einem Laden, sondern musst echt gucken, wo kriegt man Pümpel her, ne? Keine Ahnung. Wir sind jetzt hier kurz vor Córdoba. Wir haben uns nämlich gestern nochmal spontan umentschieden, nicht zum Campingplatz nach Córdoba reinzufahren, weil der hätte 27 Euro die Nacht gekostet, plus Strom nochmal extra. Das ist total krass, und der hat wohl auch nicht viel zu bieten, hat nicht so gute Bewertungen. Und da hat Sonja nochmal eine super Seite entdeckt, und zwar Vomo Iberico. Die blenden wir euch hier unten nochmal ein. Das ist ein super Verzeichnis von Stellplätzen in ganz Spanien. Und Stellplätze sind halt keine vollwertigen Wohnmobil Campinganlagen mit Dusche und so, sondern Plätze, wo man sicher stehen kann, wo man Wasser entsorgen kann und neu auffüllen kann und so weiter. Und ja, wir sind hier jetzt 6 Kilometer vor Córdoba auf einem Stellplatz. Der kostet aktuell 6 Euro die Nacht nur. Ist richtig gut. Hier kriegt man Frischwasser, Abwasserentsorgung. Der Stellplatz heißt El Higurion. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Wir blenden es auch nochmal ein. Peter Pan. Genau. Das ist nämlich so eine Konditorei. Die ist hier im Hintergrund, so eine Großbäckerei. Die haben auch ein kleines Café mit drin. Ja, mit vegan haben sie es hier halt nicht so. Ist auf jeden Fall besser, diese Seite, als der ADAC-Stellplatzführer für Spanien. Sehr zu empfehlen. Achso, von hier fährt man, kann man direkt mit dem Bus nach Córdoba in die Innenstadt reinfahren. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Ja. Das wollten wir eigentlich heute machen.
Aber das Wetter hat uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es ist richtig beschissenes Wetter. Jetzt hat es gerade mal kurz aufgehört zu regnen, deswegen können wir so eine kleine Szene hier draußen für euch drehen. Ansonsten hat es die ganze Nacht und den ganzen Morgen richtig gegallert. Und da haben wir uns dann im Bett so gedacht, so ein Stadtrundgang in Cordoba bei strömenden Regen hatten wir jetzt nicht so einen Bock drauf. Und deswegen haben wir uns spontan umentschieden, heute wieder so einen Rödeltag einzulegen. Wir müssen nämlich auch wieder Videos schneiden. Und das ist ja unterwegs auch immer so ein bisschen schwierig, das immer nach so einer Stadtbesichtigung noch zu machen, wenn man völlig fertig ist. Ist auch immer schwierig. Deswegen machen wir heute im Camper so einen Rödeltag, ne, mit ein paar Erledigungen und vertagen das auf morgen. Ich hoffe mal, morgen wird es ein bisschen besser. Ja, und du hast eine neue Regenjacke gefunden. Ach so, ja. Und, genau. Falls es euch aufgefallen ist, unser Einkauf gestern war zumindest so erfolgreich, dass ich eine Regenjacke gefunden habe, die ich jetzt auch wirklich gut gebrauchen kann heute. War auch im Angebot, voll gut. Ja, die anderen Sachen haben wir nicht alle bekommen. Auf jeden Fall bin ich aber froh, dass ich eine neue Regenjacke habe. Guck mal hier vor unserer Tür. Wir sind hier gerade beim Frühstück und wundern uns, warum die hier so rufen. Und da sehen wir, die treiben hier die Schafe irgendwie an unserem Wohnmobil vorbei. Ein paar kleine Ziegen sind auch dabei. So, Chris hat den Tiermann gerade mal ein bisschen Kaffee rausgebracht, damit sie sich aufwärmen können, und eine Tüte, damit sie sich draufsetzen können, weil es ja alles nass draußen. Wir haben gerade gesagt, wir haben ein paar hundert Schafe, wie viel genau wissen sie gar nicht. Chris versucht sich gerade daran, die Schafe zu zählen. Viel Spaß. Hey du, na, hast du dich verirrt? Nein. Nein. Hey. Hey, du musst zurück zu deiner Herde. Los. Na. Nein. Hey. Aus da. Nicht in die Richtung. Na los! Also, na ihr Kleinen? Ja. Jetzt geht's los. Jetzt aber schnell, Leute. Hier in der Cafeteria, an der der Stellplatz ja gelegen ist, haben wir uns jetzt gerade mal reingesetzt und sogar ein Latte Macchiato bekommen. Allerdings haben wir die Sojamilch dazu selbst mitgebracht. Es war aber kein Problem, das haben wir uns gerne gemacht. Ja, und haben hier das Free Wifi einfach nochmal ausgenutzt. Das ist hier nämlich richtig schnell, super schnell. Chris hat schnell ein paar Kommentare beantwortet, ein paar Videos geguckt, ein Video hochgeladen sogar schon. So schnell, super. Das ist so genial. Und so sparen wir uns so ein bisschen den Traffic, den wir sonst übers Handynetz verbrauchen würden und was halt richtig teuer ist. Ne? Also, wir zeigen euch natürlich dann, wenn es morgen nach Cordoba geht.